In diesem Video geht es um die Stützenbemessung in Revit. Das ist unser Modell aus dem vorhergehenden Video. Dort hatten wir ja das System als Hauptsystem dreidimensional berechnet. Und nun geht es also um die Stützenbemessung. Schalten wir mal um auf Decke über Erdgeschoss. Und hier sehen wir ja 1, 2, 3. Das waren die Stützen 30 auf 40. Und hier haben wir eine 40 auf 40. Die 30 auf 40 würde ich gerne gruppieren. Starten wir mal mit der Stützenbemessung. Wir sind also auf der Sophistic Ribbon Bar und wir sagen Stützenbemessung und können nun die Stützen, die wir hier gemeinsam messen wollen, auswählen. Wir sagen Fertigstellen, bekommen jetzt eine Übersicht, wo sich die Stützen befinden. Wir sehen also hier, die Achsen sind aufgeführt. Wir sehen den Querschnitt noch einmal. Wir sehen die Länge. Können nun eine Stützenposition vergeben. Ich sage jetzt mal Stütze Erdgeschoss 1, das soll meine erste Stützenposition sein. Dann sehen wir hier Möglichkeiten, den Einspanngrad nochmal anzupassen. Wir bekommen alle Kräfte dargestellt nach den Einwirkungen. Hier sortiert jeweils oben und unten an den Stützen. Dann der nächste Kartenreiter sind die Kombinationen. Das sind automatisch erzeugte Kombinationen. Alternativ können wir natürlich auch selber Lastkombinationen definieren, aber das sind die logischen und üblichen. Nur ständiges, nur G als ständige Last, dann 1,35 mal G kombiniert mit Leitentwirkung Schnee und Verkehrslast und so weiter. Ich glaube, ist trivial. Wenn ich jetzt hier auf Bemessung klicke, dann wird in Echtzeit, ja, haben Sie vielleicht kurz gesehen, in Echtzeit werden die Stützen bemessen. Hier nach dem Nennkrümmungsverfahren. Wir können was zu Lastausmitten sagen, entweder Bemessungsnorm oder Benutzer definiert. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, auch noch einen Brandschutznachweis nach der Methode A durchzuführen. Die Bemessung haben wir also jetzt durchlaufen lassen. Wir sehen hier die Bemessungsschnittgrößen und wir sehen, ja, wir haben überall erforderlicher S4,52. Das ist also offensichtlich die Mindestbewährung, die ich eingestellt hatte. Klar, in diesem Beispiel sind die Lasten jetzt nicht sonderlich hoch. Wir lassen es einmal durchlaufen. Da ist das Fenster. Wir gehen auf Ergebnisse. Habe ich wieder auf anderen Bildschirmen. Hier kommen die Ergebnisse. Das ist also der Ergebnis. Plot und in hellblau ist mal vorgehoben, welche Stütze denn jetzt hier die maßgebende war. Das sind also unsere drei Stützen und die in Achse A3 ist offensichtlich die maßgebende. Wir sehen die Kombinationen und hier einen entsprechenden Bewährungsvorschlag. Ja, 4 Durchmesser 12, 4,52. Ich nehme schwer an, das ist aus meiner Mindestbewährung, die ich eingestellt habe, können wir nochmal kontrollieren. Bei Querschnitte 30 auf 40, wenn ich hier reingehe, ja, hatte ich eingestellt, ich will also mindestens 4,12er in den Ecken haben und daher rührt jetzt offensichtlich die 4,52 statisch erforderlich, ist nichts Höheres einzulegen. Ganz interessant an der Stelle vielleicht, die Werte, die Berechnungen, was wir gerade durchgeführt haben, wurden nun dem Revit-Modell hinzugefügt. Wir können hier mal nochmal in das 3D-Modell umschalten. Und hier unten sehen wir ja beispielsweise diese eine Stütze 30 auf 40, die wir gerade bemessen haben. Und wenn ich in das Eigenschaftenfenster der Stütze gehe, sehen wir jetzt hier statische Berechnung und es wurden hier diese Werte angelegt in der Datei von Revit, also gespeichert. Wir sehen also hier die Stütze mit der Bemessungsnormalkraft, den Momenten, erforderlich AS und auch die Bemessungskombination. Als Beispiel, wenn ich die Stütze da drüber hier anklicke, eine Etage höher, ist da eben noch nichts drin, weil die haben wir ja im Geschoss S Obergeschoss noch nicht bemessen. Ja, das heißt natürlich auch, dass diese Werte weiter in Revit zur Verfügung stehen für andere Auswertungen. Zum Beispiel, wenn ich eben auf die Stützenliste gehe,
Dann sind hier die, sagen wir mal, üblichen Werte schon eingestellt. Wenn wir jetzt auf Felder bearbeiten gehen und auch hier runter scrollen, sehen wir, dass da genau die gleichen Sophistic Felder auftauchen. Und ich könnte beispielsweise jetzt hier das erforderliche S mal auch anzeigen lassen in dieser Liste. Und ja, was weiß ich, die Kombination, die Messkombination ebenfalls. Ja, wenn ich das mache, sehen wir hier wiederum genau bei den drei Stützen ist das jetzt hier schon ausgefüllt. Die anderen Stützen haben wir noch nicht bemessen. Ja, sinnvoll wäre hier vielleicht noch die Positionsnummer mit hinzuzunehmen. Das ist die Sophistic Design Group und die will ich mal ganz nach oben schieben, also nach links in der Ansicht. So. Ja, da sehen wir hier also unsere Stützenposition auch. Hatten wir gesagt, Stütze Erdgeschoss 1. Das ist unsere Gruppierung der drei Stützen. Hier rechts haben Sie vielleicht gesehen, gibt es jetzt auch den Sophistic Design Browser. Den kann man eben hier über die Benutzeroberfläche einschalten. Und dort sehen wir eben sehr schön übersichtlich dann die einzelnen gruppierten Stützen. Bemessungspositionen aufgeführt. Das ist also die Stütze E1. Machen wir vielleicht noch einfach, damit wir eine zweite haben. Die zweite, diese 40er-40er Stütze dazu. Also wir sagen wieder Stütze bemessen. Diese Stütze soll es sein. Fertigstellen. Wir sagen, das ist also Stütze E2. Wir sehen wieder, wo sie ist, was er für Abmessungen hat. Gehen hier wieder durch. Die Kombinationen sagen, ja, bitteschön, bemessen. Hat er getan. Gut, auch da kommt nur 4,52 raus. Auch hier bekommen wir jetzt entsprechend den Ergebnisausdruck angezeigt. Ja, wir haben natürlich nur eine Stütze in dieser Gruppe, deswegen ist die auch hellblau angelegt. Wir sehen auch hier wieder einen Bewährungsvorschlag, 4,12er, was ja wie gesagt aus der Mindestbewährung kommt, die ich eingestellt habe. Und hier sehen wir jetzt im Design Browser eben auch die zweite Position. Und in der Stützenliste, wenn wir dahin gehen, ist jetzt hier auch automatisch ausgefüllt worden. Stützenposition SE2 40er 40 mit erforderlich AS. Ja, gut, das war der Blick in die Stützenbemessung. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video ja, befassen wir uns dann mit dem Ableiten von Subsystemen. Danke und bis dahin.